Wer ein Elektroauto hat, der kann sein Auto in Stuttgart jetzt mitten in der Stadt in nur wenigen Minuten aufladen, im ersten innerstädtischen Schnellladepark Deutschlands, der heute offiziell in Betrieb ging. 15 weitere sollen in diesem und im kommenden Jahr im Land folgen. Mit frisch gewaschenem und elektrischem Dienstwagen kommt der Ministerpräsident zum Termin in der Stuttgarter Innenstadt. Der NBW-Chef Mastiot und Verkehrsminister Herrmann sind auch zum Aufladen gekommen. Der Ministerpräsident darf als Erster. An dieser Ladesäule kann man Strom für 100 Kilometer tanken, in 5 Minuten. Damit schaffen wir etwas ganz Entscheidendes. Wir nähern sozusagen die Ladedauer der Tankdauer an. Und das macht die Schnellladeparks zu einem Meilenstein auf dem Weg einer komfortablen, praxistauglichen E-Mobilität. Dass wir eben in dichten Ballungsräumen dafür sorgen, dass die Verfügbarkeit gegeben ist. Denn mal unabhängig von der technischen Herausforderung, das seit Jahren wabernde Thema im Bereich Elektromobilität ist am Ende ein Vertrauensthema. Funktioniert's? Ist es transparent für mich, was ich dort zu bezahlen habe und ähnliche Themen mehr? Mit Karte oder Handy-App kostet das kaum mehr als Strom aus der Steckdose. 15 weitere solcher Schnellladestationen soll es bald in allen größeren Städten Baden-Württembergs geben. Mit einer Serie gewinnen. Vielleicht kennen Sie die ja. Es geht um die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Und weil man die im Radio nicht sehen kann, zeigen wir sie jetzt mal. Eingefroren in der Antarktis mit SWR1 auf dem Forschungsschiff Polarstern, so heißt diese Serie, in der Expeditionsleiter Markus Rex regelmäßig erzählt, was er im Eismeer erlebt. Und wie sich dort der Klimawandel viel krasser bemerkbar macht als überall sonst auf der Welt. Seit einem Jahr ist die Polarstern unterwegs und die Hörerinnen und Hörer können mit SWR1, dem weit entfernten Nordpol, zumindest gefühlt ganz nah sein. Praktisch gar keine Wolken mehr und wie gesagt, richtig heiß wird's nochmal. Tschüss.